Hallo Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge von Stalker Clear Sky. Ja, letzte Folge waren wir noch drüben in den Sümpfen und sind... Wieso blinken die hier eigentlich? Keine Ahnung. Wenn es einer weiß, schreibt es in die Kommentare. Ja, in den Sümpfen und sind von den Sümpfen zum Kordon und wurden hier erstmal von dem MG am Militärposten ordentlich unter Druck genommen. So, hier, Mutanten. Und ja, wollen jetzt hier einem Anfänger helfen, ein paar Mutanten auszuschalten. Dann nehmen wir auf jeden Fall mal die Shotgun rein. Und schauen doch mal rüber. Ich markiere mir das erste Mal. Hilft dem Stalker, genau. Den kann ich nicht. Eigentlich müsste ich es doch irgendwie auch auf... Nee, irgendwie... Kann ich es nicht so, dass es als gelber Pfeil angezeigt wird. Nah an ihn ran schießen. Aber treffen sollte ich trotzdem. Ja, pass auf. Ich lade nochmal. Das war mir doch. Ich will die Mission will ich auf jeden Fall mal fertig haben. Vielleicht bekommen wir da noch schöne neue Mission. Das könnte sein. Renne ich einfach mal direkt ziemlich nah an ihn ran. Um ihn vielleicht ein bisschen besser zu beschützen. Gut. Vielleicht war's das jetzt. Ja, ich glaube nicht. Ruhe! Wir sollten noch etwas warten! Und das war's schon. Ah, okay. Begleite den Stalker. Landstreicher. Ja. Kann ich nicht mit dir reden? Ne. Gut, laufen wir mal mit ihm mit. Ja. So bitte, genau, das wäre sehr nett, wenn du die ganze Zeit so etwas schneller laufen würdest. Das wäre sehr, sehr gut. Ja, nichts. Hätte ja sein können, dass der Hund irgendwie so einen Hundeschwanz hat, den ich looten kann. Ja, ich kann wirklich noch nicht mit dem reden. Ja, wahrscheinlich geht er einfach zurück zur Basis. Vermute ich mal, oder? Ja, sieht mir stark danach aus. Ja, mal Quicksave machen, nicht, dass jetzt noch irgendwas ankommt und ihn killt. Und wir einen nervigen Weg mit ihm wieder laufen müssen. Von mir aus könnte er wirklich etwas schneller laufen. Ja, so. Jetzt können wir mit ihm reden. Na du Hitzkopf, wie lange willst du noch den Helden spielen? Lass mich in Ruhe, ich werde alleine mit diesen Viechern fertig. Das wird ihnen die Augen öffnen. Sie werden mich nie wieder Anfänger nennen. Was hast du im Angebot? Ich bezahle dich mit dem Inhalt einer Kiste, die sich neben einer Anomalie hinter dem Schrottplatz beim Kordon befindet. Ein anderer hat schon seine Finger danach ausgestreckt, aber keine Sorge. Er weilt nicht mehr unter uns. Ja, wie viel soll es kosten? 800. Was ist drin? Speicherstick mit Daten über elektronische Stabilisationssysteme für Schrotflinten, 12 Gold Buckshot und RGD-5 Granate. Auf jeden Fall einverstanden. Für 800 mache ich das. Was ist das mit dem Angebot? Nichts Interessantes. Okay, handeln. Ja, auch nichts. Ich bin ganz froh. Mal schauen wir mal hier vorne bei ihm vorbei. Tollen uns eine Belohnung ab. Ich bin Stalker gefolgt, ganz wie du wolltest. Guter Arbeitsdocker. Hoffentlich lernt er aus der Geschichte. 57 Rubel. Schön. Hast du Arbeit für mich? Wir kommen momentan alleine zurecht. Melde dich später wieder. Wir könnten erneut deine Hilfe brauchen. Und schieb mich bitte nicht weg. Danke. Ja. Okay.
Dann schauen wir mal hier oben in den Stash rein. Würde ich sagen. Wir könnten uns unterhalten, wenn du die Waffe einsteckst. Ja, wir können es auch einfach lassen. Darf ich das nehmen? Ich beklaue euch nicht. Nee, nee. Braucht ihr nicht denken. Schon mal stören. Ach komm, ich nehme einfach alles. Stört das scheinbar nicht. Gut. Ja, haben wir ordentlich Munition bekommen. Und noch ein paar andere Sachen. Und wir gehen mal hier hoch. Zu dem kleinen Mini-Schrottplatz hier. Schauen wir mal, ob wir den Tisch bekommen. Da sind auch noch ein paar Stalker. Dann rede ich mal mit denen. Was ist denn im Angebot? Nichts Besonderes, okay. Was machst du hier? Nee. Ich glaube, wir müssen hier immer mittlerweile für die Aufträge also erzähl mir den reden. Was ist das Neue? Kann ich helfen? Ja. Genau, wir müssen mit denen reden. Also immer mit diesen speziell markierten auf der Map. Wie kann ich dir helfen? Ich habe etwas. Lux-Detektor. Hilf mir, Söldner. Vor kurzem habe ich mir einen neuen, besseren Detektor zugelegt und zur Feier den alten in eine Anomalie geworfen. Das Problem ist, dass mir dieser neue Detektor kein Glück bringt. Schon seit Wochen habe ich keine Artefakte gefunden. Das Ding ist schon ganz okay, aber ich möchte dennoch den alten Detektor wiederhaben. Bring ihn mir zurück und du wirst es nicht bereuen, Söldner. Ja, mach mal. Das ist auf der Map markiert. Da oben ist er, okay. Nur mal was später. Ich glaube hier nehme ich mal. Beziehungsweise ich kann auch die. Da ist auf jeden Fall eine Anomalie. Hier übers Rohr rein. Ja. Scheint so. Schnell Medikit. Ach, hätte ich auch nichts machen können. Da oben vielleicht? Nee. Das Artefakt will ich jetzt gerne holen. Nee. Kommen wir denn da rüber? Drin? Na komm, nee. Aber ist wie scheiß Artefakt. Ja, geil. Okay, ist auf jeden Fall da drüben. Oh Gott, war ich jetzt einen Quicksave gemacht zuletzt? War es noch davor? Ich hoffe. Hier unten, okay. Boah, hier hoch sind auch okay. Reden wir eben ganz schnell mit dem, das kriege ich eben schnell durch und dann... Oh, hier ist eine Kiste. Schön. Ich höre. So, wie kann ich dir helfen? Gehen wir schon zurück in den Glücksdetektor. Ja, mach mal. Okay, Quicksave. Und... Ja, das war ein Fail. Ja, komm. Da lade ich nochmal eben. Mal gucken, wie wir da am besten reinkommen. Das Problem ist halt einfach auch die Strahlung. Okay, einfach mal hier durch. Und da konnte man ja hier, glaube ich, rüber.
haben wir's. Jetzt aber schnell wieder raus. Mal einen Quicksave machen. Das war knapp. Gut, schnell raus. Und Strahlenschutz nehmen und Medikit nehmen. Gut, jetzt schauen wir mal, was haben wir denn da bekommen? Steinblume. Dieses Artefakt ist ein Stein, der von gewaltigen Gravitationskräften deformiert wurde. Er ist granitartig, bietet durchschnittlichen Schutz vor Psi-Emissionen, ist radioaktiv, Telepathie plus 1 und Strahlung plus 1. Und wir könnten eigentlich mal einen anderen Anzug einlegen, fällt mir ein. So, sehr gut. Ein bisschen Psi-Schutz ist immer gut. Schauen wir mal. Könnte hier sein, ne? Genau, das ist ein Speicherstick und alles. Den können wir nicht looten. Okay. Dann eine Flasche Wodka. Quicksave. Und dann machen wir uns auf den Weg. Wer kommt denn da? Mutant, okay. Mutant. Was haben wir hier? Haben wir irgendwas? Der ist irgendwie so ein bisschen anders markiert gerade. Oh, nee. Was war das eigentlich für eine Verbesserung? Können wir hier nicht irgendwie noch... nee. Können wir nicht mal in den Text reingucken hier? Das ist ein bisschen blöd. Also falls es doch geht, ne? Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, wenn es einer weiß, aber sieht mir gerade eher aus, als ob es nicht gehen würde. Und wir machen uns mal auf den Weg hier rüber. Zu dem Stash hier. Und dann da hoch. Da können wir eigentlich hier durch den Tunnel wieder gehen. Okay. Vorne sind Mutanten. Na, ist nur Fleisch, okay. Okay, das sind doch nicht nur Fleisch. Einfach mal dran vorbei. Sollte passen. Quicksave. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß hier gar nicht, wo irgendwie welche stehen könnten. Ich höre auf jeden Fall Schüsse von da hinten. Die Armee greift unsere Stalker-Freunde an. Okay. Bald ist es zu spät. Hilf uns. Jagen wir sie alle zum Ja, den helfen doch gerne gegen die Armee. Die Arschlöcher. Danke, Kumpel. Komm in unserer Basis vorbei, damit wir uns erkenntlich zeigen können. Ja, gerne doch. Ah, sehr schön. Was hat denn der für eine Waffe? Die einzige Beute, die sie aus diesem Lager mitnehmen, sind die Kugeln in ihren Schädeln. Ja, so sieht's aus. Genau so ist es. Hier vorne war noch einer da. Da liegt noch einer. Sehr schön. Schön viele Waffen, Munition. Und durch die Waffen auch wieder viel Kohle dann. Okay, ich schau mal hier vorne bei den Toten vorbei. Mal ein Quicksave eben machen. Und eine geupgradete Makarov, aber naja, Makarov, ne, die ist jetzt nicht so toll. Okay. Immer schön die Munition mitnehmen, damit wir genug haben. So, habe ich die Waffe jetzt? Die Waffe habe ich. Okay. Kann ich mit dem Anführer hier labern? Und der gibt mir schon was, oder? Nee, wie kann ich dir helfen? Gar nicht. Okay. Gut, dann schauen wir mal eben rein. Was haben wir denn jetzt? Wir haben noch eine neue SKS. Da ist die hier besser. Das heißt, die entlade ich. Die ist geladen. Ja, nicht ganz. Sei kein Idiot und pack deine Waffe weg. Okay, dann haben wir AK-74M. Da sind die besser. Dann entlade ich die. Und die alle. Na, AK-S-74U. Noch, nee, okay, aber das kann ich eigentlich auch entladen. Kann ich auch verkaufen. Wir könnten. So, dann erstmal eben handeln mit dir. Und zwar darfst du die alle. Was willst du denn mit dieser Waffe? Okay, so viel kann er gar nicht. 34, da gibt mir halt noch einen Verband. Was soll die Waffe? Fertig.
Gut. Ich entlade die aber trotzdem mal eben alle. Wie viel haben wir dafür jetzt? Ja, da haben wir schon eine Menge für. Sehr gut. Die noch entladen. Gut, als Hauptwaffen würde ich sagen, nehmen wir wirklich die Shotgun hier. Die und die Mosin bzw. die SVT-40. Erstmal so jetzt. Was ganz genau, das wird sich ja auch noch zeigen. Aber wir gehen jetzt erstmal hier vorne zu dem Stash. Der könnte oben sein. Ich schau mal, ob da irgendwas beisteht. Zutritt erlaubt. Mein Teil des Deals ist im Schaltkasten im Fahrstuhl. Geh einfach hin und greif ihn. Nein. Okay, im Fahrstuhl. Ah, hier. Hier ist schon. Jo, tatsächlich. Naja, okay. Weil es ist auch nicht so toll. Ich nehme es mal mit, aber... So, ist hier Militär oder? Scheint nicht so. Ich sehe da gelbe Punkte. Sehr gut, da kommen wir so rüber. Was bewegt dich? In der Basis warten sie schon auf dich. Wer sind das? Sind da einfach freie Stalker oder Einzelgänger? Jo. Wie sieht es eigentlich hier aus? Kriegsfraktion? Du bist kein Mitglied einer Fraktion. Okay, also müssen wir erst Mitglied werden, damit wir... wirklich Dings werden können. Der winkt uns dazu. Wir looten aber eben nochmal die Kiste. Was hast denn du für uns? Wie kann ich dir helfen? Gar nicht. Okay. Du möchtest da auch bestimmt handeln. Das heißt, du bekommst die hier. Da muss ich mal eben schauen, welche jetzt die bessere war. Diese war die bessere, ne? Genau. Du kannst die auch noch haben. Und wahrscheinlich eine von den beiden. Die sind gleich, ja. Klar, sonst würden sie sich ja auch stapeln. Und die Ford 12 kannst du auch haben. Die ist, glaube ich, oder? Mal schauen, wie gut ist denn die? Ford 12 hat jetzt da oben hingepackt. Na genau, da ist er. Nee, die kannst du haben. Mosin SK. Ja, ach komm, die SKS hau ich auch weg. Drauf geschissen. Dann schauen wir mal eben. Ja, Quatsch. So. Die ist nicht so toll. Bisschen bessere Feuerrate, aber sonst nicht so toll. Die hier auch nicht. Ich verkaufe die jetzt. Fertig. Ja, die hier ist ein bisschen genauer. AK-74M. Ist eine neue Version. Ich behalte sie erstmal noch. Da kackt da nicht genügend Geld. Okay. Ja, komm, dann kriegst du das. Und gut ist. Schauen wir bei ihm nochmal. Lass mich ruhig, ich bin im Dienst. Was ist mit diesem schwarzen Loch in der Brücke? Oh. Okay. Ich bin die Aufmerksamkeit. Was ist mit diesem schwarzen Loch in der Brücke? Mann, wir haben auch keine Ahnung, aber egal. Was wir da reinwerfen, das verschwindet. Normalerweise schmeißen wir unseren Abfall da rein, um die Welt zu schützen. Jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Entschuldigung. Um die Umwelt zu schützen, du weißt ja. Aber dann haben wir irgendwo einen Haufen von unserem Müll in einer Anomalie in einem der Tunnels entdeckt. In der Zone geschehen die merkwürdigsten Dinge zum Verrücktwerden. Wie kann ich dir helfen? Gar nicht. Was gibt's Neues? Was machst du? Okay, handeln. Okay, die wollte ich noch weghaben, die wollte ich weghaben und auf die scheiße ich jetzt auch mal. Ja, doch, genug Geld hat er. Ja, machen wir so. Und, ach genau, und die Jacke natürlich noch. 911, 915, ja noch, gut, weg damit. Was haben wir jetzt eigentlich? 21.000, sehr schön. Das gefällt mir. Ja, ich versuche auf jeden Fall auch immer mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen mit den Waffen und den Laderucklern. Ja, mit den Waffen. Ja, einfach mal die mal ausprobieren, die mal ausprobieren. Okay, hier kommt man nicht mehr rein. Hier ist, ja, wir haben wirklich ein Lager, ein komplettes Lager aufgebaut. Reden mal mit ihm hier. Wie kann ich dir helfen? Gar nicht. Der Handel brauchen wir nicht. Die haben eigentlich alles verkauft. Hast du was zu sagen? Dann sag es. So, wer bist du? Wohin kannst du mich führen? Okay. Was hat er hier vorne noch? Wie kann ich dir helfen? Gar nicht. Das war ein schönes Angebot. So, bevor ich da mit denen rede. Wir warten schon eine halbe Ewigkeit auf dich. Geh sofort zu unserem Anführer. Ja, mach ich gleich mal. Ich will erstmal hier schauen. Was kann ich für dich tun?
verbessern. Komm einfach vorbei, wenn du irgendetwas brauchst. Du kannst auch reparieren. Wenn irgendwas hier, die 168, die nicht. Die kannst du noch verbessern. So, mal schauen, was können wir hier reinpacken? Ein Artefaktcontainer noch, brauchen wir jetzt gerade aber nicht. Ja, Radiochemical Protection. First Generation Night Vision. Ja, kein zweiter. Nee, ich nehme mal. Nee, pass auf, ich mach mal. Oh. Quick Save vor. Sorry, falls hier irgendwas verbessern. Wo was anderes wegfällt, weil ich check noch nicht ganz, wie es geht hier. Night Vision können wir jetzt zum Beispiel nicht, dadurch, das war Gasmaske. Thermoelectrical Protection. Also man sieht auf jeden Fall, wenn ich hier drauf gehe, an den gelben Punkten, was ich dafür machen muss. Oh, hier, die können wir auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Ability 50%. Maximales Gewicht. Armor-Käfer Plates. Für Extra Protection. Ja, das bauen wir auf jeden Fall mal rein. Ja, komm, machen wir mal das. Armor-Käfer Plates nochmal. Gut, das sollte jetzt aber erstmal reichen. Ja, die kann alle nicht verbessern. Kann hier was großartig machen. Das Magazin. 9x19 Kaliber. Genauigkeit. Ja, ich lasse es aber erstmal. Ja, ich lasse es erstmal generell. Was hat er hier? Hast du etwas zu verkaufen? Ganz bestimmt. Was hast du im Angebot? Wir erwarten deinem Rucksack neben der Leiche eines unglücklichen Stalkers auf dich. Ich suche in der Nähe der alten E-Log. Wie viel soll es kosten? 2000! Was ist denn eigentlich drin? HKMP5. Ui, A3 und 9x19 ATP. Ja, komm, machen wir mal. Kann ich dir helfen? Vielleicht kannst du das, ja. Also wir haben unsere Basis hier erst vor kurzem errichtet. Und noch bevor wir das Gelände sichern konnten, sind die Banditen hier eingefallen. Sie rauben Stalker aus, die mir Beute bringen. Wenn das so weitergeht, werde ich ganz schnell pleite sein. Ein weiterer Trupp Banditen ist direkt neben unserer Basis aufgetaucht. Kannst du dich für mich um sie kümmern? Ja, kein Problem, ich werde ihnen eine Lektion erteilen, die sie niemals vergessen werden. Komm später noch was. Wieder. Ich bekomme bald eine neue Ladung. Ja, hoffe ich doch. Sehr schön. Brauche ich irgendeine Munition? Wir könnten hier ein bisschen davon ein bisschen mitnehmen. Mal, welche ist das? Das ist die 76254. Das ist auch die. Nee, sah so aus. Als ob das eine bessere Version wäre. Ja, leider keine Scopes oder so. Die wären noch schön. Gut, dann gehen wir mal darüber. Reden mit dem Anführer. Na, hallo Söldner. Wir sehen nicht oft einen von euch hier beim Cordon. Was führt dich hierher? Na, ich komme im Auftrag von Sidorowitsch. Von Sidorowitsch, sagst du? Also weißt du auch über den Kommandeur Bescheid? Okay. Ich werde offen zu dir sein. Wir haben früher mit der Armee zusammengearbeitet. Sie haben uns erlaubt, unsere Waren sicher durch den Außenposten zu transportieren und haben uns ab und an nützliche Informationen gesteckt. Wir haben sie gut dafür bezahlt. Aber dann haben wir herausgefunden, dass dieser verfluchte Kommandeur für beide Seiten gearbeitet hat. Er hat den Banditen Infos über uns zukommen lassen. Dann hat er sogar zwei unserer Jungs auf der Müllhalde als Sklaven verkauft. Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Na gut, das ist auch krass. Und ihr habt die Armee angegriffen? Ja, ich denke, wir haben da etwas übertrieben. Keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Wir halten den Kommandeur momentan gefangen. Das schützt uns wenigstens davor, dass die Armee uns mit ihren Helikoptern in die Steinzeit zurückbombt. Wir können ihn nicht töten, aber wir können ihn auch nicht laufen lassen. Dieser elende Bastard weiß ganz genau, dass wir ihn lebend brauchen. Daher gibt er nicht im Geringsten nach. Das Problem ist, dass er als einziger weiß, wo die Beute versteckt ist. Wenn wir Sidorowitsch diese Beute nicht liefern, wird er nie wieder Geschäfte mit uns machen. Falls es uns gelingen sollte, dieses Armeeschwein dazu zu zwingen, nach unseren Regeln zu spielen, würde alles ganz anders aussehen. Das kannst du mir glauben. Ich werde mich mal mit dem Kommandeur unterhalten. Vielleicht bringe ich ihn zum Reden und er verrät mir, wo der Koffer mit der Beute versteckt ist. Ja, jetzt müssen wir mit ihm reden.
Das weiß ich gerade noch. Ich glaube, da gab es... Würde ich mich nicht täuschen. Warte mal. Können wir hier noch was machen? Jo. Wie kann ich deinem Clan beitreten? Wer war denn ein Stalker? Erzähl mir von der Zone, was hier geschehen ist. Scheint jetzt nicht gut zu gehen. Was hast du im Angebot? Und so wird deine Großzügigkeit mit großem belohnt. Hier ist mein Versteck. Mach damit, was du willst. Wie viel soll es kosten? 600. Was ist eigentlich drin? Kosaks, Wotter, Schlagungshemmende, Mittel. Ja. Ach, da hast du im Angebot. Wie viel soll das kosten? Ja, mir einverstanden. Wie kann ich deinem Clan beitreten? Das ist ganz einfach. Beweise mir, dass du ein guter und vertrauenswürdiger Mann bist und ich werde dich als meinen Bruder betrachten. Wie es der Zufall will, hast du jetzt die Gelegenheit dazu. Wir haben alle Hände voll zu tun und wenn du uns hilfst, gilt dein Test als bestanden. Ja, ich verstehe. Kann ich mich euch anschließen? Ich habe genug geleistet, um einer von euch zu sein, zu dürfen. Mann, wir stecken ein bisschen Malz in der Scheiße. Ist noch zu früh, darüber nachzudenken. Wie wäre es, wenn du zuerst unsere Probleme kümmern und dann mal schauen, was Sache ist? Ja gut, dann können wir keinen Auftrag nehmen, dann lassen wir es auch. Und gehen mal rüber und reden mit ihm. Ich meine, da gab es mehrere Optionen und manche führen halt zum Positiven, manche zum schlechten Ende. Deswegen mache ich auf jeden Fall mal einen Quicksave. Ja, ja, mein Kommandeur hinter Gittern. Das ist mein lustiger Anblick. Lach du nur. Wenn du hier bist, um herauszufinden, wo ich den Koffer mit der Beute versteckt habe, hast du Pech gehabt. Verzieh dich wieder in deine tolle Zone. Meine Jungs werden euren leckerlichen Haufen früh genug auslöschen. Und euren Anführer, den knüpfen wir an der Brücke auf, damit jeder sehen kann, was passiert, wenn man sich gegen die Armee stellt. Das ist nicht mein Anführer. Ich bin ein Söldner. Oh, wirklich? Hm. Und was würdest du für deine Dienste verlangen? Was, wenn ich darum bitte, meinen Jungs beim Erledigen des Scharfschützen am Eisenbahndamm unter die Arme zu greifen? Ja, ja, zu teuer für eine Ratte wie dich. Mach die Tür von außen zu. Was willst du sonst noch? Ja, ich rede mal mit dem Anführer jetzt. Mal schauen. Und? Hast du etwas in Erfahrung bringen können? Er ist ein sturer kleiner Wichser. Er sagt kein Wort über den Koffer. Stattdessen labert er immer wieder von seinen Freunden, dass sie ihn nicht im Stich lassen und ganz sicher retten werden. Natürlich werden sie ihn retten. Dieses Verräterschwein schuldet ihnen noch eine Menge Geld. Er alleine hat ihre Aktionen geleitet und das Geld irgendwo versteckt. Hör zu, ich habe eine Idee. Es gibt nur zwei Männer, denen der Kommandeur vertrauen kann. Sie haben zusammen beim Außenposten gedient und er hat sie am Profit beteiligt. Sie werden also alles daran setzen, ihn zu befreien. Wenn wir diese Typen ausschalten, wird der Drecksack erkennen, dass ihn niemand retten kann. Das wird seinen Willen brechen und wir können die Informationen über die versteckte Beute aus ihm herausprügeln. Wir teilen das Geld auf und Sidorowitsch bekommt den Koffer. Was sagst du dazu? Das ist eine Möglichkeit. Hast du eine Idee, wo Schaletzkis Freunde stecken könnten? Ich habe das Gefühl, dass wir sie nicht finden müssen. Schaletzkis Freunde treiben sich hier in der Gegend herum und hacken Pläne aus, uns anzugreifen. Beim Aufzug wurde ein kleiner Trupp gesichtet. Hilf uns dabei, sie auszuschalten. Ja, ich werde tun, was ich kann. Gut. Oh. Schalt die Soldaten des Militärs beim Fahrstuhl aus. Also hier, ja, genau. Gut. Das werden wir auf jeden Fall tun. Oh, wir haben noch... Ist noch ein Stash? Ah, hier. Oh. Eine aufgerüstete Fort 12. Sehr schön. Da schauen wir doch mal, was haben wir denn jetzt alles hier in der Gegend? Wir müssen hier den Koffer besorgen, wir müssen hier die Banditen ausschalten und hier das Militär. Wir kommen da, Stalker, okay. Da würde ich sagen, fangen wir mit dem Koffer an. Also den Glück, nicht den Koffer, sondern den Glücksdetektor. Kommen wir hier rüber? Nee, sieht nicht so aus. Fangen wir mit denen an und arbeiten uns dann zu den Banditen vor und... Von den Banditen gehen wir dann zu den, zum Militär. So ist, denke ich, ja, ist das, denke ich, ein guter Plan. Schauen wir.
Ja, okay. Ich hol mal. Ich hol mal die raus. Also, naja. Irgendwo hier müsste er. Da war. Durchsuchen. Detektor. Sehr gut, da haben wir den Detektor schon. Und dann können wir auch direkt zum Banditen dann rübergehen. Ist eigentlich anders als meiner. Hey, ich habe doch jetzt eingesammelt, oder? Wieso? Ach doch, da ist er. Ein alter Detektor mit Kaugummi und Aufklebern drauf. Er sieht recht gewöhnlich aus und es ist schwer zu glauben, dass irgendjemand für dieses Gerät für etwas Besonderes halten kann. Ah, das ist der Glücksdetektor und hier haben wir bei unseren Detektor für Anomalien, der über einen eingebauten Geigerzähler verfügt, gibt ein Alarmsignal aus, wenn man sich einer Anomalie nähert. Er kann auch Artefakte aufspüren und zeigt die Entfernung zum nächsten Artefakt an. Im geschlossenen Zustand registriert das Gerät nur Radioaktivität und Anomalien. Um in den Suchmodus zu gelangen, muss die vordere Abdeckung Antenne geöffnet werden. Also das ist übrigens auch die Logik dahinter, dass wir Anomalien und Radioaktivität trotzdem feststellen, auch wenn wir das Teil nicht in der Hand haben. Und für den Rest müssen wir es halt in der Hand nehmen. Gut, das war's schon wieder mit der Folge. In der nächsten Folge gehen wir zum Banditen und zum Militär. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal bei Stalker Shadows of Chernobyl ist es nicht mehr. Nein, Stalker Clear Sky natürlich.